Es würde aber auch bedeuten, dass alle führenden Virologen in Deutschland Scharlatane sind. So unterschiedlich deren Forderungen sind, ob Drosten, ob Kekulé, ob Streeck, keiner unterstützt diese Position, von der Sie sagen, die Gefährdung besteht nicht. Ach, wissen Sie, was ist ein führender Epidemiologe? Er wird gemacht von Ihnen, von den Medien letzten Endes. Und wenn Sie schon Herr Drosten nennen, den Sie offensichtlich anerkennen, er selbst hat noch im Februar, März gesagt, Masken helfen nicht. Das war ein wörtliches Zitat von Herrn Drosten. Das ist der führende Epidemiologe, den Sie da gerade zitieren. Ein Staatssekretär aus dem Bundesgesundheitsministerium hat dasselbe bei uns im Haushaltsausschuss gesagt. Ich habe das im Protokoll. Masken helfen nicht. Und doch hat die Republik diese Maskerade zurzeit. Diese führenden Epidemiologen und verantwortlichen Beamten widersprechen sich permanent. Und das tun sie seit 7 Monaten. Ihr gutes Recht, Das ist nicht mein gutes Recht. Das sind die Fakten, die wir erleben seit 7 Monaten. Das sind die Wenn solche großen Debatten anstehen, solche Diskussionen, dann gibt es natürlich auch immer wieder Kritik, auch von der Opposition, aus unterschiedlichen Gründen. Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Peter Böhringer von der AfD, ist dazu jetzt bei Michael Strempel in unserem Hauptstadtstudio. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Susanne. Herzlich willkommen, Peter Böhringer. Herr Böhringer, dieser Haushalt ist wieder ein Corona-Haushalt, in Anführungsstrichen, also geprägt von dieser Pandemie. Kurzarbeitergeld, Überbrückungshilfen, das kostet alles Milliarden. Sie sagen, das ist Quatsch, das ist nicht zwingend, das so zu machen. Ganz viele von diesen Maßnahmen müssten nicht sein. Und dann müssten wir auch nicht so viel Schulden aufnehmen. Angesichts von 2000 Neuinfektionen pro Tag im Moment und im Ausland sind es teilweise über 10.000, sehen Sie das immer noch so? Ja, guten Morgen, Herr Strempel. Wir sehen das immer noch so. Man muss über diese Schulden reden, auch in Corona-Zeiten, vielleicht sogar gerade in Corona-Zeiten. Es sind die zwei größten Haushalte überhaupt 2020/21 der deutschen Geschichte. Natürlich Corona geprägt, das stimmt. Aber überzogen Corona geprägt. Man muss es auch rechtlich sehen, die Schuldenbremse wird jetzt bereits zum zweiten, demnächst zum dritten Mal ausgesetzt, beziehungsweise sie wird überzogen. Die Sonderregel wird unter Bezug auf Corona gezogen. Nur deshalb kann Olaf Scholz 315 Milliarden Schulden machen im letzten und in diesem Haushalt. Alleine jetzt fast wieder 100 Milliarden. Und natürlich geht das auf Kosten künftiger Generationen. Und es ist in dieser Form verfassungswidrig. Da sind wir relativ überzeugt. Denn die Schuldenbremse kann nur ausgesetzt werden, wenn sich die haushalterische Notlage der Kontrolle des Staates entzieht. Und das kann man im dritten Corona-Haushalt, wir sind ja schon im dritten inzwischen in 6 Monaten, wirklich nicht mehr sagen. Weiterhin werden die Ausgaben, die gebracht werden, nun vom Olaf Scholz nicht ausschließlich für Corona-Folgeschäden aufgewandt. Auch das wäre rechtliche Voraussetzung, in dieser Form zu arbeiten. Und man könnte diese Dinge, die jetzt mit Schulden finanziert werden, auch mit Auflösung von Rücklagen finanzieren. Sie haben aber deutlich in einer Pressemitteilung zu diesem Haushalt gefordert, die Corona-Beschränkungen müssen aufgehoben werden. Komplett aufgehoben werden. Das würde in der jetzigen Situation bedeuten, dass wir wieder Messen mit gedrängtem Publikum hätten, dass wir volle Fußballstadien hätten, dass wir ohne Masken in Bus und Bahn fahren würden. Ist das was, was Sie sich im Moment wirklich vorstellen können? Weil es der Wirtschaft sicherlich helfen würde, wenn wir keine Beschränkungen mehr hätten. Sie sagen im Moment vorstellen. Im Moment beziehe ich jetzt mal explizit auf den Zeitraum ab März, April. Nicht davor. Davor ist vielleicht ein anderes Thema. Da machen wir der Regierung ein bisschen weniger Vorwürfe. Da war das Ganze wirklich virulent gemessen an den relevanten Kriterien. Die relevanten Kriterien sind die Anzahl der Intensivpatienten und die Toten. Wir hatten heute mit den letzten aktuellen Meldungen 3 Tote in Deutschland, wohlgemerkt an und mit Corona gestorben. Das heißt kausal an Corona. Da wissen wir inzwischen ungefähr die Zahl. Ist vielleicht jeder 5., der wirklich auch irgendwo das Virus in sich trägt. Das heißt, wir haben nicht mal einen einzigen Toten pro Tag zurzeit, der wirklich kausal an Corona gestorben ist. Und das gesundheitliche System ist in keiner Weise überbelastet. Und deshalb sagen wir, nein, es gibt die gesundheitliche Notlage in dieser Form nicht, die übrigens auch nicht definiert ist. Das kommt ja noch hinzu. Vielleicht können wir darüber auch noch reden. Es gibt keine Kriterien für diese. Alle Welt redet von den infizierten Zahlen. Das ist aber noch nie das Kriterium für eine Pandemie gewesen. Darf und deshalb sagen wir, dass die gesundheitliche Notlage besteht nicht. Und deshalb kann auch die haushalterische in dieser Form Sie nicht bestehen. Sie sagen, dass die nicht besteht. Das würde aber auch bedeuten, dass alle führenden Virologen in Deutschland Scharlatane sind. So unterschiedlich deren Forderungen sind, ob Drosten, ob Kekulé, ob Streeck, keiner unterstützt diese Position, von der Sie sagen, die Gefährdung besteht nicht. Ach, wissen Sie, was ist ein führender Epidemiologe? Er wird gemacht von Ihnen, von den Medien letzten Endes. Und wenn Sie schon Herr Drosten nennen, den Sie offensichtlich anerkennen, er selbst hat noch im Februar, März gesagt, Masken helfen nicht. Das war ein wörtliches Zitat von Herrn Drosten. Das ist der führende Epidemiologe, den Sie da gerade zitieren. Ein Staatssekretär aus dem Bundesgesundheitsministerium hat dasselbe bei uns im Haushaltsausschuss gesagt. Ich habe das im Protokoll. Masken
Masken helfen nicht. Und doch hat die Republik diese Maskerade zurzeit. Diese führenden Epidemiologen und verantwortlichen Beamten widersprechen sich permanent. Und das tun sie seit 7 Monaten. Ihr gutes Recht, Das ist nicht mein gutes Recht, das sind die Fakten, die wir erleben seit 7 Monaten. Das sind die Fakten, die Sie zitieren. Und es gibt Fakten, Ihre Epidemiologen. Es sind nicht unsere. Ja. Ihre führenden Epidemiologen. Nein, ich habe nur zitiert, wer im Moment in der Wissenschaft in Deutschland maßgeblich ist. Ich habe sie nicht ausgeübt. Ich mache keinen Vorwurf. Am Schluss eine aktuelle Frage, Herr Böhringer. Ihre Fraktion hat gestern einen Mitarbeiter gekündigt, der schlimmste rassistische und menschenverachtende Aussagen getätigt haben soll. Da liegen aber offenbar so starke Belege vor, dass sie die Kündigung notwendig hielten. Der Mann war Pressesprecher lange. Wieso kann sich jemand, der auch gefordert hat, Migranten umzubringen, in einem privaten Gespräch so lange in der AfD halten? Wieso ging das so lange? Die Aussage, die Sie eben machen, die vermutlich unbelegt ist, aber wahrscheinlich wahr ist, privat gefallen ist, ist völlig abzulehnen, widerspricht allem, wofür die AfD steht. Das war noch nie anders. Der Mann war auch kein Funktionär der Partei. Das darf man Weil es immer so gesagt wird, Funktionär. Er war weder hoch noch Funktionär. Ein Pressesprecher, das wissen Sie am besten, hat die Aufgabe zu moderieren zwischen Presse und den Leuten, die für die Partei sprechen können. Das war er nicht. Er hat nie für die Partei gesprochen. Er wird jetzt sowieso nicht mehr sprechen. Wir haben ihn fristlos entlassen. Das war einstimmige Entscheidung der Fraktion und des Fraktionsvorstandes, der Partei natürlich auch, soweit ich hier was zu sagen hat. Das ist völlig abzulehnen. Und wir haben die Konsequenzen sofort gezogen. Das sollten Sie die gleiche Frage auch mal bei Linken stellen, die große Probleme mit Gewaltablehnung haben. Da kommt das komischerweise nie. Der Mensch war völlig unwichtig, völlig unbedeutend. Er war ein Angestellter und wir haben ihn sofort entlassen und es war erforderlich, ihn zu entlassen. Okay, danke. Peter Böhringer, haushaltspolitischer Sprecher der AfD, und damit zurück zu euch nach Köln.